Heute ist wieder Zeit für Phoenix Ländersache. Dieses Mal zu Gast eine Hoffnungsträgerin der SPD, Manuela Schwesig. Sie ist seit gut einem Jahr Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Wer ist diese Politikerin? Was will sie in Mecklenburg-Vorpommern bewegen? Und hat sie den Willen zur Kanzlerin? Diese Fragen und viele mehr stelle ich Manuela Schwesig in Phoenix Ländersache. Herzlich willkommen zu Phoenix Ländersache, heute mit einer wunderbaren Kulisse, dem Schweriner Schloss. Jahrhundertelang residierten hier Herzöge, Großherzöge, heute das Landesparlament von Mecklenburg-Vorpommern. Und ganz in der Nähe ist der Sitz, die Staatskanzlei, der Sitz der Regierungschefin, der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Und sie ist heute unser Gast. Herzlich willkommen, Frau Schwesig. Guten Tag, Herr Fuß, und herzlich willkommen in Mecklenburg-Vorpommern. Dankeschön. Und als Sie noch nicht in dem Regierungsgebäude saßen, noch nicht in der Staatskanzlei, gab es da bei Ihnen, als Sie in die Politik gegangen sind, auch mal so einen Moment wie bei Gerhard Schröder, der an dem Kanzleramt damals gerüttelt hat? Haben Sie vor dem Schweriner Schloss oder der Staatskanzlei gestanden und gesagt, ich will hier rein, ich will hier gestalten? Ich bin ja hier politisch groß geworden, erst im Kommunalparlament, in der Stadtvertretung, dann als Landesministerin. Und später als Familienministerin bin ich auch immer hier lang gefahren und ich konnte mir immer gut vorstellen, Ministerpräsidentin zu werden, dieses schönen Landes und natürlich auch in der Staatskanzlei zu sein. Allerdings ging es dann schneller als gedacht. Jetzt sind Sie es und es gibt ja diesen Begriff der Landesmutter oder des Landesvaters. Fühlen Sie sich als Landesmutter von Mecklenburg-Vorpommern? Auf jeden Fall. Und natürlich ist die Frage, sehen es die Leute so? Und ich hatte eine nette Begebenheit gerade gestern, war ich noch am See mit der Familie und bin auf die Betriebsfeier der Kripo Schwerin getroffen. Und die haben gesagt, unsere Landesmutter kommt, wir wollen ein Foto machen. Und wenn es so ankommt, dann würde ich mich sehr freuen. Was gehört für Sie noch dazu, Landesmutter zu sein? Was umfasst diese Aufgabe alles? Das heißt für mich, sehr stolz auf das Land zu sein, vor allem auf die Menschen. Gleichzeitig natürlich auch viel Verantwortung. Wir haben viel erreicht in den letzten 28 Jahren. Das Land hat sich toll entwickelt, gerade wegen der großen Lebensleistung der Generation meiner Eltern. Und jetzt gibt es einen Generationswechsel mit nicht nur mir an der politischen Spitze, sondern auch vielen in Unternehmen. Das merkt man, Jüngere übernehmen Verantwortung und das zu begleiten, das ist mir wichtig. Und Sie haben schon erwähnt, dieser Wechsel war eigentlich zu diesem Zeitpunkt nicht geplant, sondern Ihr Vorgänger Erwin Sellering musste aufgrund einer Krebserkrankung zurücktreten. Und Sie sind dann vor gut einem Jahr Ministerpräsidentin geworden. Ein plötzlicher Wechsel. Wie ging es Ihnen damit? Das ging alles sehr schnell und am Anfang war ich extrem bedrückt, weil ja der Anlass auch sehr traurig war. Erwin Sellering war schwer krank. Heute ist er zum Glück wieder gesund und im politischen Geschäft dabei als Abgeordneter. Und gleichzeitig natürlich auch die große Verantwortung. Mir war es wichtig, dass die Menschen sehen, in so einem schwierigen Moment können sie sich auf mich verlassen. Da übernehme ich Verantwortung für das Land. Und jetzt bin ich angekommen und jetzt, wo auch Erwin Sellering wieder gesund ist, fühlt es sich alles sehr gut an. Es war dieser schnelle Wechsel, aber auch inhaltlich ein besonderer Wechsel. Sie waren vorher immer in einem Fachressort, hier auf Landesebene, dann auf Bundesebene. Und jetzt haben Sie ja so eine Rolle als Um-alles-Kümmerin, die Verantwortung für das gesamte Bundesland. Wie geht es Ihnen damit? Das finde ich ganz gut und besonders spannend jetzt an der neuen Aufgabe, dass ich auch mehrere Themen zusätzlich machen kann, wie Landwirtschaft, was natürlich für uns wichtig ist, auch wenn es schwierig ist, wie in diesem Jahr mit der Dürre, aber auch Unternehmen ansiedeln, Unternehmen begleiten, die Werften geht es wieder viel besser. Ich war immer gerne Sozial- und Familienministerin, das wird auch ein Thema für mich bleiben. Starke Wirtschaft, gute Arbeit und sozialer Zusammenhalt, das ist meine Vision fürs Land. Die Themen vertiefen wir gleich natürlich alle noch. Sie selbst haben eine rasante Karriere hingelegt, obwohl der Einstieg bei Ihnen anders war als bei vielen anderen Berufspolitikern. Viele aus der SPD sind früh als Jugendliche zu den Jusos gegangen, haben sich da schon engagiert. Sie sind mit 29 in die SPD eingetreten, dann aber schnell zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD und zur Ministerpräsidentin. Und unsere Kolleginnen und Kollegen vom NDR, die stellen uns einmal den Weg von Manuela Schwesig vor. Im Juli 2017 wird sie die erste Ministerpräsidentin in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommern. So wahr mir Gott helfe. Manuela Schwesig kehrt damit zurück nach Schwerin, wo ihre politische Karriere begonnen hatte. Ursprünglich kommt sie allerdings nicht aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern aus Brandenburg. Geboren in Frankfurt-Oder an der polnischen Grenze, aufgewachsen in einem 5000-Seelenort nicht weit von hier.
Nach Schwerin zieht Manuela Schwesig im Jahr 2000, arbeitet hier als Finanzbeamtin. Sie tritt in die SPD ein, wird Kommunalpolitikerin, Fraktionsvorsitzende in der Stadtvertretung. Im Herbst 2017 dann der Fall Lea Sophie. In der Landeshauptstadt stirbt ein 5-jähriges Mädchen. Seine Eltern hatten es verhungern lassen. Schwesig setzt sich für die Aufklärung von Behördenfehlern ein. Es folgt eine politische Karriere im Zeitraffer. 2008, Schwesig ist 34 und wird die damals jüngste Ministerin Deutschlands. Übernimmt unter Ministerpräsident Sellering die Ressorts Soziales und Gesundheit. Ich kann mich noch erinnern an mein entscheidendes Gespräch mit ihr, wo ich gesagt habe, eigentlich bist du noch ein bisschen jung. Und da hat sich gezeigt, dass diese Einschätzung nicht richtig ist. Ein Jahr später steht sie auch auf der bundespolitischen Bühne, wird zur stellvertretenden Vorsitzenden ihrer Partei gewählt und Teil des Schattenkabinetts von SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier. Wir werden jetzt gemeinsam für Frank Steinmeier kämpfen. Ich freue mich drauf, er soll Kanzler werden. Steinmeier verliert. Schwesig bleibt Familienministerin in Schwerin. Bis 2013, dann gelingt der Sprung ins Bundeskabinett. Ihre großen politischen Themen, die Qualität in Kitas, die Gleichstellung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es sind die Männer, die 40 Stunden plus arbeiten und sich ein wenig Reduzierung wünschen, um Zeit für Familie zu haben. Und es sind die Frauen, die unten bei durchschnittlich 19 Stunden hängen und eigentlich ein Stück höher kommen wollen, für berufliche Perspektiven. Und dass sich das angleicht, das ist die Idee einer Arbeitszeit für Familien. Zurück nach Schwerin kommt sie im vergangenen Sommer unverhofft. Übernimmt von Erwin Sellering, der wegen einer Krebserkrankung zurücktritt. Selbstverständlich bin ich bereit, in dieser Situation Verantwortung für unser Land zu übernehmen. Die neue Regierungschefin setzt auf Kontinuität, inhaltlich und personell. Sie lässt alle Minister im Amt. Ihr erstes Jahr in der Staatskanzlei liegt jetzt hinter Manuela Schwesig. Die nächsten Wahlen stehen 2021 an. Frau Schwesig, wir haben eben gesehen, eine rasante politische Karriere. Sitzt mir gegenüber eine zukünftige SPD-Kanzlerkandidatin? Ich bin jetzt Ministerpräsidentin in diesem wunderschönen Land und seit einem Jahr und ich mache diese Arbeit sehr gerne und ich habe gerade in meinem politischen Leben erlebt, dass man auch gar nicht so viel rumplanen sollte, sondern sich immer auf das, was man gerade macht, konzentrieren sollte. Ich bin gerne hier. Das heißt aber, Sie sind offen auch für jeden Weg oder Aufgabe, die wie auch diese Aufgabe sich ja manchmal ergibt, ohne dass man sie planen kann. Meine Aufgabe ist jetzt hier, das Land voranzubringen. Wir haben viel erreicht in 28 Jahren, aber auch noch große Baustellen. Und natürlich mische ich weiter in der Bundespolitik mit, um gute Ideen vielleicht fürs ganze Land voranzubringen, aber vor allem auch die Interessen meines Bundeslandes stark zu vertreten. Was war denn ursprünglich Ihr Antrieb, als Sie in die Politik gegangen sind? Als ich Kind war, habe ich mich schon immer sozial engagiert. Ich war in einer Tanzgruppe aktiv, ich war später dann in einem Kinder- und Jugendverein aktiv, habe deutsch-polnische Ferienlager betreut und als ich hier nach Schwerin kam, der Liebe wegen, denn mein Mann ist Schweriner, habe ich gesagt, ich will mich einbringen, auch hier in die Stadt, habe dann schnell für Stadtparlament kandidiert und habe mich da vor allem den Familien- und sozialen Themen gewidmet. Und als ich eben den Beitrag nochmal gesehen habe über Lea Sophie, habe ich auch nochmal die gleiche Gänsehaut gehabt wie damals, eben wirklich Kinder zu schützen, Kindern gutes Aufwachsen zu ermöglichen in jedem Fall. Das war schon immer mein Antrieb im sozialen Bereich und dann eben in der Politik. So hat sich der Kreis geschlossen. Das sind Themen, die wir gleich auch nochmal vertiefen. Sie haben die Themen genannt. Fühlen Sie sich oder sind Sie eine Berufspolitikerin? Ich bin eine Politikerin. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was Berufspolitikerin, was damit... Manche sind ihr lebenslang Politiker und können sich auch vielleicht gar keine andere Aufgabe vorstellen. Aber Sie haben ja vorher eine Aufgabe gehabt, der Sie nachgegangen sind und vielleicht, wenn irgendwann es mit der Politik nicht weitergehen sollte, haben Sie auch da etwas im Kopf, einen Lebenstraum, den Sie dann erfüllen würden, wenn es nicht die Politik wäre? Ich wollte als Kind gerne Erzieherin werden und bin dann durch die Wende, durch Umbrüche in der Finanzverwaltung gelandet, so wie viele aus meiner Generation, die später etwas gemacht haben, was sie eigentlich ursprünglich gar nicht geplant haben. Und über die Politik habe ich aber die Möglichkeit, das, was mich immer innerlich umgetrieben hat, dass die Welt gerechter wird, dass man Dinge voranbringt, das kann ich in der Politik machen, gestalten. Und das ist auch meine große Antriebsfeder. Das macht mir Spaß. Ob ich das noch mit 70 mache, so wie Wolfgang Schäuble, das kann ich heute nicht sagen. Das Schöne ist, wenn man so jung in die Politik kommt, man muss sich noch keine Sorgen machen über den Abgang.
Und um gestalten zu können, braucht man Macht, braucht man natürlich auch Ämter. Sie haben über Angela Merkel mal gesagt, sie sei eine eiskalte Machtpolitikerin. Haben Sie selbst gar nicht so einen Durchsetzungswillen oder so einen Machtwillen? Ich habe Durchsetzungswillen und auch die nötige Durchsetzungsstärke, sonst erreicht man ja auch gar nichts für die Menschen. Und ich habe auch eine positive Einstellung zur Macht, denn wenn man seine Macht, seinen Einfluss nutzt, gemeinsam mit anderen, denn man ist ja auch nie allein, man ist immer ein Team oder im Team, um das Land voranzubringen, um die Dinge für die Menschen besser zu machen, dann ist es was ganz Positives. Also als jetzt gerade die Statistik haben, dass 300.000 Alleinerziehende mehr Unterhaltsvorschuss für ihre Kinder bekommen, habe ich gedacht, ja, das haben wir wirklich auch mit viel Macht und Kraft durchgesetzt und für eine gute Sache. Aber eiskalte Machtpolitikerin klingt ja eher negativ. Das war damals eine Aussage, wo ich mich sehr geärgert habe über die Kanzlerin. Wir haben damals das Bildungs- und Teilhabepaket für arme Kinder verhandelt. Es ging um ein gesundes, kostenfreies Mittagessen, um Teilhabe in Vereinen. Und was wir immer wollten, das, was heute üblich ist an jeder Schule, Sozialarbeiter, um diese Kinder, die Familien besser zu unterstützen. Und das ist dann alles geplatzt, die Verhandlung, aus meiner Sicht aus Macht oder aus taktischen Gründen. Und das ist das, was ich nicht mag. Ich finde, es muss immer um die Sache und den Inhalt gehen und weniger um Taktik. Wenn wir ganz kurz bei Angela Merkel bleiben. Auch Angela Merkel hatte ihre politische Heimat hier in ihrem Bundesland, in Mecklenburg-Vorpommern. Haben Sie irgendwas anderes noch gemeinsam? Wir arbeiten auf alle Fälle gut zusammen für das Land. Das ist mir wichtig. Man muss über Parteigrenzen hinweg zusammen an einem... Vorher ja auch in einem Kabinett in Berlin. Genau, ich war in Ihrem Kabinett und jetzt kann ich als Ministerpräsidentin mit ihr schauen, wo können wir das Land voranbringen. Wir waren gerade letzte Woche zusammen in Stralsund bei den Werften. Das war wirklich ein emotionaler Moment für uns beide, weil wir die Werften schon hier erlebt haben. Leer, ohne Aufträge, kaum noch Leute... kaum Azubis und jetzt boomen die Werften wieder. Wir haben die Auftragsbücher voll. Viele Menschen haben Arbeit und das ist mir wichtig, weil ich selber Arbeitslosigkeit aus der Familie kenne, dass die Leute hier Arbeit haben. Sie haben eben schon gesagt, Sie sind der Liebe wegen nach Schwerin gekommen. Eigentlich kommen Sie aus Brandenburg, sind dort geboren und aufgewachsen, aber Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt Ihr Bundesland. Ist es auch zu Ihrer Heimat geworden hier? Auf jeden Fall. Ich lebe hier mit meiner Familie. Hier sind meine Kinder geboren. Ich bin hier sehr glücklich. Und dass ich dann noch für dieses Land gestalten darf, dass ich das mit den Leuten hier voranbringen kann, das ist ein großer Glücksfall auch für mich. Sie sagen, Familie zeichnet dann anscheinend für Sie Heimat aus. Nun ist es ein Begriff, der gerade viel diskutiert wird in der Politik, in der Gesellschaft. Was macht für Sie Heimat noch aus? Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Das hat mal Herbert Grönemeyer gesungen oder singt er immer noch. Und das finde ich ist ein schöner Satz. Heimat muss dort sein, wo ich verwurzelt bin, wo ich mich wohlfühle. Ich habe ein sehr positives Gefühl für Heimat und ich finde nicht gut, wenn Heimat durch die Rechtsextremisten besetzt wird, sondern ich finde, wir sollten Heimat positiv besetzen. Und für mich ist Heimat dort, wo ich mit meiner Familie bin, mit Freunden bin und wo ich eben mich auch einbringen kann. Wie kann denn die SPD diesen oder wie muss die SPD diesen Heimatbegriff, der so viel diskutiert wird, ausfüllen? Durch die Werte, für die die SPD steht, Solidarität, Freiheit, Gerechtigkeit, das sind für mich Werte, die aktueller denn je sind, dass Menschen frei, aber auch zusammenleben, dass es Gerechtigkeit gibt und dass man sich solidarisch verhält. Das ist ein großes Thema in der Arbeitswelt, Zusammenleben von Familien, im Zusammenleben mit der Gesellschaft. Wo Sie Familie erwähnen, Sie haben schon gesagt, Sie wohnen mit Ihrem Ehemann und Ihren zwei kleinen Kindern hier in Schwerin. Wenn Sie die Frage bekommen, wie kriegt man das hin mit einem Job, der so viel Zeit und Energie und Kraft kostet und dann Familie mit zwei Kindern, ärgern Sie sich dann, weil Sie sagen, vor allem Frauen wird diese Frage gestellt oder sagen Sie, nee, es ist gut, weil es ist halt immer noch nicht optimal in der Arbeitswelt, vielleicht an vielen Stellen und es ist gut, dass das thematisiert wird. Ist das ein Thema, auf das Sie selbst auch noch oft stoßen? Ich werde das oft gefragt und ich kann es auch verstehen, weil es eben ein Thema in der Gesellschaft ist. Wie kriegt man Vereinbarkeit von Beruf und Familie hin? Ich finde es gut, wenn es auch öfter Männern mal gefragt würde, weil natürlich auch Männer sind auch Väter und Kinder haben auch Väter und diese Frage nur an die Frau zu spielen, wie machst du es eigentlich, ist ein bisschen wenig, aber ich beantworte sie eben gerne. Mir geht es mit meinem Mann genauso wie vielen anderen Familien. Es ist ein großer Spagat und wir haben das große Glück, dass wir gerade hier im Land gute Ganztagskitas, Ganztagsschulen haben. Meine Tochter geht in eine Ganztagskita, mein Sohn in eine Schule und trotzdem hilft die
Oma. Ohne Oma würde nichts laufen und wir sitzen jeden Sonntag zusammen und überlegen, wer bringt die Tochter zur Kita, wer holt sie ab, wann hat man zusammen auch mal einen freien Nachmittag. Also ein Thema, wo Sie bei der Politik, wie Sie gestalten, auch praktisch im eigenen Alltag dieses Thema überprüfen können, oder? Was sich da tut und verändert in diesem Bereich, oder? Auf jeden Fall. Wenn ich morgens mit dem Fahrrad und meiner Tochter zur Kita radel, dann sehe ich natürlich, was los ist, treffe die Eltern. Es ist eine städtische Kita mit so großen Gruppen wie auch in anderen Kitas. Das ist ein Thema. Es ist eine städtische Kita mit 280 Euro Kita-Gebühren. Was jetzt für mich kein Problem ist, aber ich weiß, dass viele in unserem Land mit viel weniger Geld klarkommen müssen. Und deshalb ist mein großes politisches Ziel, die Kita-Gebühren komplett abzuschaffen, damit die Leute einfach mehr von dem, was sie auch sich erarbeitet haben, in der Tasche behalten. Und bevor wir gleich auf weitere Themen in Mecklenburg-Vorpommern schauen, schauen wir auf ein paar Zahlen und Fakten zu diesem Bundesland. 1,6 Millionen Menschen leben in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist das am dünnsten besiedelte Bundesland. Großstädte wie Rostock wachsen seit Jahren. Ländliche Regionen, aus denen ohnehin schon viele abgewandert sind, schrumpfen dagegen oft weiter. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Auf zuletzt 573.500 Arbeitnehmer. Der durchschnittliche Bruttomonatslohn 2.391 Euro. Das sind rund 800 Euro weniger als im Bundesschnitt. Auch im Vergleich zu anderen ostdeutschen Bundesländern schneidet Mecklenburg-Vorpommern hier am schlechtesten ab. Zur Arbeit pendeln immer mehr Menschen über die Landesgrenze hinweg. 74.900 waren es zuletzt, jeder achte Arbeitnehmer. Der größte Teil der Pendler fährt dabei nach Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. Die Zahl der Arbeitslosen ist aktuell auf dem tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung. 60.600 Menschen hatten Ende Juli keinen Job. Jeder Dritte ist langzeitarbeitslos und damit länger als ein Jahr auf der Suche. Wenn wir die Zahlen sehen, Frau Schwesig, viele Langzeitarbeitslose, aber die Zahl der Arbeitslosen insgesamt so niedrig wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Und trotzdem hat man das Gefühl, viele Menschen sind verunsichert. Wie kommt das? Die Verunsicherung in ganz Deutschland und eben auch die Denkzettelwähler, insbesondere der AfD, hat ja insgesamt zugenommen. Ich glaube, es liegt daran, dass eben der ständige Streit um das Asylthema viele andere Themen, die sich sehr positiv entwickelt haben, überlagert. Wir haben es eben im Einspieler gesehen, die Arbeitslosigkeit hier ist so gering wie noch nie und das ist wirklich ein großer Erfolg, denn ich habe noch als junge Frau erlebt, was Massenarbeitslosigkeit, auch Massenabwanderung bedeutet. Viele meiner Freunde sind weggegangen in den Westen, weil sie dort einen Ausbildungsplatz bekommen haben, ihre Familien dort Arbeit bekommen haben und ich bin froh, heute haben wir wieder Zuzug, wir haben zusätzlich Arbeitsplätze. Und gerade in der Industrie kommen wir voran, den Werften geht's gut, neue Ansiedlungen. Das ist auch für mich ganz wichtig, dass wir im Land wirklich auch gute Arbeitsplätze haben. Und beim Thema Löhne müssen wir noch vorankommen. Wie viele andere Bundesländer auch, musste in Mecklenburg-Vorpommern auch einige Jahre sehr viel gespart werden. Ist da zu viel gespart worden? Es war wichtig, dass wir unseren Haushalt in den Griff kriegen, denn es ist so wie eben auch im Privatleben. Man muss schon finanziell sozusagen auf soliden Füßen stehen. Ständig neue Schulden zu machen, ist ungerecht für die Kinder und Enkelkinder. Deshalb bin ich sehr froh, wir machen keine neuen Schulden, wir bauen Schulden ab, aber wir nutzen jetzt auch die gute Haushaltslage, um zu investieren, vor allem in den Bereich Kita, die Gebühren abzuschaffen. Wir haben die Lehrersituation verbessert und ein Paket für mehr Sicherheit geschnürt, also mehr Polizisten, bessere Bezahlung von Polizisten, ein Theaterpakt geschnürt. Also wir haben auch Dinge, die sich in den letzten Jahren auch ein bisschen aufgestaut haben, jetzt mit dieser soliden Finanzlage auch gelöst. Bei all diesen guten Punkten, positiven Entwicklungen, die Sie nennen, und trotzdem aber doch so viele Unzufriedene und in Umfragen, die AfD mit sehr hohen Werten, auch in Mecklenburg-Vorpommern, das kann doch nicht nur an der Asyldebatte liegen, oder? Naja, es hat schon damit zu tun, dass öffentlich und auch medial ja immer wieder dieses Thema sozusagen alles andere überlagert. Wenn wir uns an diesen Sommer erinnern, dieser heftige Streit zwischen Frau Merkel und Herrn Seehofer und die Leute haben mitbekommen, dass es eigentlich um eine Regelung ging, die gar nicht viel bringt. Und auf der anderen Seite eine wichtige Regelung wie das Einwanderungsgesetz wird jetzt erst angegangen. Also die Menschen haben schon das Gefühl, darüber wird immer diskutiert und gestritten, da seid ihr euch nicht einig. Und wo bleiben eigentlich die anderen Themen, wie zum Beispiel Pflege? Und deshalb ist es aus meiner Sicht
echt ganz wichtig, dass der Asylstreit beigelegt wird. Wir müssen jetzt gesetzlich klären, wer kann kommen, wer darf bleiben und wer muss auch wieder zurück. Da würde ein Einwanderungsgesetz viel helfen. Und dann muss wieder in den Fokus Themen in den Fokus, die auch die Menschen umtreiben. Das ist Arbeit, das ist Bildung, aber es ist vor allem auch Pflege. Das ist ein großes Thema. Themen, die wir gleich noch vertiefen. Die Tageszeitung Taz hat mal geschrieben, Manuela Schwesig kann zuhören. Sie veranstalten hier in Mecklenburg-Vorpommern das offene Bürgerforum oder auch Landesregierung vor Ort, wo es viel Austausch mit den Menschen gibt. Wenn Sie da zuhören, welche Themen, welche Probleme, Ängste, Sorgen hören Sie da im Moment? Vor allem die Themen, die ich eben angesprochen habe. Bei Bürgerforen geht es vom Thema Kita-Gebühren über Schule, über Windkraft bis hin zu Radwegen, die sich die Menschen vor Ort wünschen. Und ich glaube, da liegt auch die Stärke von Politik, wenn wir wirklich uns wieder diesen konkreten Alltagsthemen widmen, wenn es nicht so viele Diskussionen gibt, die über die Köpfe der Menschen hinweggehen. Und mein Credo ist wirklich, bei diesen konkreten Themen anzupacken, eins nach dem anderen anzugehen, nicht alles zu versprechen, das geht auch gar nicht. Und dieses Zuhören ist ganz wichtig. Ich spüre Politikverdrossenheit nicht. Meine Bürgerforen sind voll. Und das ist auch, was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe oder vorgenommen habe, auch wirklich den Leuten einen Raum zu geben, ihre Meinung zu sagen. Auch kritische Meinung, auch vielleicht Meinung zum Thema Asyl, die ich selber nicht teile. Aber wenn die Leute das Gefühl haben, mir hört keiner mehr zu, meine Meinung ist nicht mehr gewünscht, dann entfernen sich Bürger und Politik. Was ich nicht zulasse, das sage ich aber auch ganz klar, ist Hass und Hetze, so wie die AfD sie hier im Land betreibt. Ich finde, wenn die rote Linie überschritten wird, wenn Menschen angegangen werden, dann muss man auch dagegenhalten. Wie gehen Sie dann damit um? Also auch wenn bei Veranstaltungen, da wird es ja auch mal den einen oder anderen geben, der eben eher als Wutbürger auftritt, um dieses Wort zu nutzen. Wie gehen Sie damit um? Ich höre zu. Und lasse auch einen großen Raum auch für Kritik. Ich bin ja auch viel auf sozialen Medien unterwegs und lasse auch dort Kritik stehen. Oder wenn sie konstruktiv ist, setze ich mich auch damit auseinander. Aber ich halte auch dagegen, wenn der Ton auch überschritten wird, wenn die Kritik in Hass und Hetze umschlägt. Und das geht eben nicht. Sind Sie manchmal traurig oder verzweifelt, wenn bestimmte Themen, die Sie eben aufgezählt haben, wo Sie in Familien, in Kinder, in Zukunftsthemen investieren, wenn die sich aber irgendwie dann doch nicht in Wählerstimmen verwandeln? Auf Bundesebene bei der SPD sieht man es sehr deutlich, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern ja in den Umfragen, in der Entwicklung der letzten Jahre. Ich denke, dass wir hier im Land als SPD noch eine sehr starke Stellung haben. Wir sind weiterhin die stärkste Kraft in den Umfragen und das ist angesichts der doch dünnen Umfragewerte im Bund keine leichte Aufgabe. Aber dennoch sehe ich natürlich mit Sorge, wie auch volatil es geworden ist. Also ich denke manchmal drüber nach, ob uns da nicht auch was im demokratischen System wegrutscht. Denn wenn die Rechtspopulisten immer stärker werden, dann gibt es auch immer schwierigere Möglichkeiten von Regierungsbildung. Und man muss sagen, die Rechtspopulisten haben zu nichts eine Antwort. Man hat es ja im Interview von Herrn Gauland gesehen. Also alles, was wir klären müssen, eigentlich Rente, Pflege, da sind die total blank. Und wir müssen uns schon selbstkritisch fragen, was ist eigentlich der Grund dafür, dass Leute, die keine Inhalte anbieten, trotzdem gewählt werden? Das ist viel Protest. Welche Antworten finden Sie da? Also ich habe letztens im Urlaub Leute getroffen von der Insel Usedom und auf Usedom wurde 38% AfD gewählt. Das treibt mich sehr um. Genau was Sie fragen, das frage ich mich auch. Es hat sich gut entwickelt, aber woher kommt der Protest? Und da gibt es unterschiedliche Sachen. Wir haben zum Beispiel eine Kinderstation auf Usedom geschlossen. Das wurde sehr kritisch gesehen. Die Entscheidung haben wir auch korrigiert. Wir haben da wieder die medizinische Versorgung eingeführt. Aber es gibt auch viele Vorbehalte in der Asyl- und Flüchtlingsfrage. Und deswegen ist auch nochmal meine Appell auch an die Bundesregierung. Gerade die Große Koalition ist in der Lage und auch verpflichtet, das Asyl- und Flüchtlingsthema gemeinsam zu lösen. Wenn der eine jeden Tag sagt, das funktioniert nicht und die andere sagt, wir schaffen das, dann muss man sich nicht wundern, dass die Bevölkerung auch verunsichert ist und sagt, ja, was stimmt denn nun? Sie haben hier in Mecklenburg-Vorpommern auch eine Große Koalition, SPD mit der CDU zusammen, nur in den Verhältnissen umgedreht zum Bund. Was ist der Unterschied zwischen der Bundes-GroKo praktisch und Ihrer GroKo hier in Mecklenburg-Vorpommern? Wir arbeiten hier sehr
fair und sachlich miteinander. Wir setzen uns zusammen zu den Themen Kita-Gebührenfreiheit, Polizeipakt, Theaterreform und versuchen, die gemeinsam zu lösen und dann auch gemeinsam der Bevölkerung sozusagen zu erklären, was ist unser Ziel, was haben wir vor. Und ich glaube, dass diese Gemeinsamkeit honoriert wird. Und in der Bundesregierung ist das große Problem, ich habe selber als Bundesministerin viele Jahre miterlebt, dass die CDU und CSU diesen permanenten Asylstreit haben. Und wenn der nicht aufhört, das war schon unser Problem 2015, dann wird es eben immer wieder so sein, dass dieses Thema im Vordergrund steht, dass die Probleme nicht gelöst werden und dass die Leute den Eindruck haben, die streiten da nur und kriegen das, was notwendig ist, nicht hin. Und das stimmt eigentlich nicht, weil auch auf Bundesebene wird viel gemacht. Wenn ich meine Nachfolgerin sehe, Franziska Giffey mit dem Kita-Gesetz, Hubertus Heil, das große Programm gegen Arbeitslosigkeit, das ist wichtig für uns. Aber ist vielleicht auch die SPD in Mecklenburg-Vorpommern eine andere als die im Bund, also vor einigen Tagen wurde der Zeitung Die Zeit die SPD in Mecklenburg-Vorpommern beschrieben als etwas russlandfreundlicher, etwas nationaler, etwas mehr Wirtschaft. Sind das Unterschiede, die eben dann doch mehr Wähler bringen, wenn sie hier in den Umfragen eben besser dastehen als im Bund? Wichtig ist ja, dass man die Themen besetzt und auch Vorschläge macht, ohne gleich drüber nachzudenken, bringt mir das jetzt eine Wählerstimme? Ich glaube, so funktioniert sowieso nicht, sondern die Leute merken ganz genau, ob man authentisch für Themen steht. Und ich bin mal beim Thema Russland. Ja, das ist ein großes Thema bei uns. Ich bin gerade wieder angesprochen worden, vorgestern bei einem Termin, wo beim großen Bürgerforum mir gesagt worden ist, wir wünschen uns, dass es mit Russland eine Entspannungspolitik gibt, dass man mit Russland im Dialog bleibt. Und da habe ich durchaus sicherlich auch noch mal eine andere Haltung als vielleicht der eine oder die andere in der Bundes-SPD. Aber ich finde es einfach wichtig, die Menschen wünschen sich Dialog. Und Dialog schließt für mich ein, dass es auch Kritik gibt. Und wir werden auch gerade in diesem Jahr wieder einen großen Russlandtag durchführen. Weil im Gespräch bleiben ist immer besser als Gespräche abblocken. Russland, der Umgang mit Russland ist ein großes Thema in der SPD. Sie haben sehr deutliche Worte gefunden in die Richtung von Heiko Maas, der sehr kritisch gegenüber Russland als neuer Außenminister aufgetreten ist. Auf der anderen Seite gibt es jemanden wie Gerhard Schröder, der nun engster Vertrauter von Putin ist. Auf welcher Seite stehen Sie da, wenn Sie Dialog erwähnen? Ich finde, es ist ja keine Entscheidung für jetzt Heiko Maas oder für Schröder, sondern es ist eine Entscheidung für Dialog zwischen Russland und Deutschland. Und am Anfang war es ja nicht nur Heiko Maas, sondern auch die Kanzlerin, die da sehr reserviert war. Und ich freue mich, dass es jetzt eigentlich doch, so ist mein Eindruck, auch in der Bundesregierung so ist, dass auch die Kanzlerin und Heiko Maas viel stärker auf Dialog setzen. Die Kanzlerin hat sogar Putin nach Meseberg eingeladen. Ich glaube, das war ein starkes Zeichen. Und dann bin ich auch froh, wenn da auch noch mal vielleicht eine Position sich doch auch weiterentwickelt. Dieser Dialog und die Nähe zu Russland spielt ja auch eine ganz besondere Rolle für Mecklenburg-Vorpommern. Russland ist ja nach Zahlen der 5. wichtigste Handelspartner für Mecklenburg-Vorpommern. Auch Ihre erste Auslandsreise als Regierungschefin ging nach Russland. Ist das eine Beziehung, die Sie als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern besonders pflegen müssen? Ja, und eine Beziehung, die wir pflegen wollen. Wir haben eine gute regionale Beziehung zum Leningrader Gebiet. Das ist die ganze Region um St. Petersburg schon seit 15 Jahren. Und nicht nur im Bereich der Wirtschaft, sondern auch im Bereich der Wissenschaft, Kultur bauen wir diese gemeinsame Beziehung aus. Und ich glaube, es ist wichtig, gerade in schwierigen Zeiten, dass man eben auf diesen Ebenen in Kontakt bleibt. Und immer den Unternehmern allein wirtschaftliche Interessen vorzuwerfen, finde ich ein bisschen wenig. Dagegen ist auch nichts zu sagen. Wir brauchen auch Wirtschaft. Aber ich erlebe Unternehmer, die eben längst gute Kontakte, gute persönliche Beziehungen nach Russland haben und erlebe eben auch Russen, die auch wollen, dass wir im guten Austausch miteinander sind. Und das zu pflegen, ist unser Ziel. Wenn wir bei Mecklenburg-Vorpommern bleiben und nochmal zurückschauen auf die wirtschaftliche Entwicklung, ist es auch 30 Jahre nach der Wende sinnvoll und notwendig, dass es spezielle Strukturförderungen gibt für die ostdeutschen Bundesländer oder sogar einen Ostbeauftragten, den auch die Bundesregierung ja stellt? Wir brauchen weitere Strukturförderungen, denn der Osten hat sich zwar insgesamt gut entwickelt, aber wir hängen noch in vielen Sachen hinter dem Westen, gerade beim Thema Löhne. Wir haben Unternehmen mit weniger Tarifbindung und die Leute empfinden es auch als extrem ungerecht, dass sie für die gleiche Arbeit hier in Mecklenburg-Vorpommern weniger bekommen als dann in anderen Bundesländern im Westen. Und das ist nicht nur eine Frage des Einkommens, auch materiell natürlich, sondern auch eine Frage von Leistungsgerechtigkeit, von Anerkennung
das, was derjenige im Leben leistet. Und deshalb müssen wir weiter hier mit der wirtschaftlichen Entwicklung vorankommen und brauchen auch die Strukturförderung. Ich sage aber auch ganz klar, nicht nur für den Osten, sondern wir wollen ja nach 2020 Strukturförderung für ganz Deutschland machen. Denn ich denke, es gibt auch Regionen in Westdeutschland, die die Unterstützung brauchen. Und da können Ost und West auch gut zusammenrücken. Gibt es denn genug starke Stimmen, politische Stimmen, auch parteiübergreifend aus den ostdeutschen Bundesländern? Weil wenn man aufs Bundeskabinett schaut, da ist Ostdeutschland ja nicht so stark vertreten. Wünschen Sie sich da eigentlich noch mehr starke, sichtbare Politikerinnen und Politiker, um die Interessen der ostdeutschen Bundesländer noch mehr zu unterstützen? Ich wünsche mir insgesamt mehr Ostdeutsche in Spitzenpositionen. Das ist ja nicht nur in der Politik so, es ist auch in der Wirtschaft so, es ist auch in der Verwaltung so, im medizinischen Bereich, dass wenn man mal hinguckt, wo sind die Spitzenpositionen, dann sind da wenig Ostdeutsche. Und ich glaube, da vergibt sich unser Land was. Denn gerade diese ostdeutsche Erfahrung, wie geht man mit einem Umbruch um? Wie geht man damit um, dass Leute ihr Leben nochmal völlig neu anfangen mussten? Wie geht man damit um, dass es auch Einbrüche gibt, auch Schwierigkeiten? Das ist eine wichtige Lebenserfahrung, die auch in das Gesamtdeutschland eingebracht werden sollte. Man könnte es auch andersrum sagen. Wieso kämpfen ostdeutsche Politiker nicht noch mehr für das, was für die ostdeutschen Bundesländer wichtig ist? Das tun wir. Die Ministerpräsidenten aller ostdeutschen Bundesländer, egal welcher Partei, treffen sich regelmäßig, auch mit der Bundeskanzlerin. Wir setzen uns dafür ein, dass zum Beispiel neue Zentren auch in den ostdeutschen Bundesländern angesiedelt werden. Wir hier in Mecklenburg-Vorpommern haben zukünftig das bundesweite Zentrum für Holz. Das mag der eine oder andere belächeln, das ist aber ein wichtiges Thema. Und wir setzen uns ein für die Strukturförderung, die wird auch kommen. Das muss jetzt aber angegangen werden. Großes Thema ist für uns Rente. Denn wir haben jetzt Generationen, die in Rente gehen, aber eben nach der Wende sehr kleine Löhne hatten oder eben unverschuldet arbeitslos waren und dadurch Renten unter Grundsicherungsniveau bekommen. Und das finden wir ungerecht. Wir sagen, die, die gearbeitet haben, müssen mehr haben, als wenn sie nicht gearbeitet hätten. Und das ist die Idee der Grundrente und die muss jetzt auch kommen. Wir haben schon einige Themen angeschnitten. Wir schauen jetzt noch mal auf weitere Themen, die Mecklenburg-Vorpommern bewegen. Ein Langzeitthema in Mecklenburg-Vorpommern, politisches Hauptprojekt der Ministerpräsidentin. Seit Jahren verspricht die Koalition, Elternbeiträge für die Kita endgültig abzuschaffen. Jetzt gibt es einen Zeitplan. Im nächsten Jahr müssen Eltern für den Platz eines Geschwisterkindes nichts mehr zahlen. Ab 2020 sollen Kita und Hort dann für alle kostenlos sein. Kritiker warnen, durch die Kostenfreiheit dürfe die Qualität in den Kitas nicht leiden. Der Lohnkeller der Republik. Dieses Etikett wird der Nordosten nicht los. Große Industrieunternehmen, die gut und nach Tarif zahlen, gibt es wenige. Viele Arbeitnehmer sind im oft schlechter bezahlten Dienstleistungssektor beschäftigt. Um ein Signal gegen Billiglöhne zu setzen, hat die Landesregierung einen Vergabemindestlohn geschaffen. 9,54 Euro müssen Firmen ihren Mitarbeitern mindestens zahlen, wenn sie öffentliche Aufträge bekommen wollen. Lange wurde hier gespart. Bis 2015 kürzte das Land Stellen bei der Polizei. Dann die Kehrtwende. In den nächsten Jahren soll sich die Zahl der Beamten wieder erhöhen, von derzeit 5.800 auf 6.200. Das Ziel, die Polizei auf der Straße, soll sichtbarer werden, mit mindestens 2 Streifenwagenbesatzungen pro Revier. Höhere Schichtzulagen und mehr Beförderungen ab 2019 sind angekündigt. Aber bevor neues Personal in den Dienst gehen kann, muss das Land es erstmal ausbilden. Eine Autobahn versinkt im Boden. Im Herbst 2017 bricht eine der Hauptverkehrsadern im Nordosten einfach weg. Bei Triebsees ist die Fahrbahn abgesackt, wegen einer Torflinse im Untergrund. In der Tourismussaison bilden sich kilometerlange Staus. Durch die Umleitungen gibt es Ärger in den umliegenden Dörfern. Mittlerweile ist der Krater verschwunden. Eine Behelfsbrücke soll vor Weihnachten fertig werden. Vollständig befahrbar wird der Abschnitt frühestens 2021 wieder. Für den Ausbau von schnellem Internet soll Mecklenburg-Vorpommern viel Geld aus einem Förderprogramm des Bundes bekommen. Mehr als 800 Millionen Euro plus hunderte Millionen vom Land. Obwohl das Förderprogramm schon 2015 beschlossen wurde, geht der Glasfaserausbau nur langsam voran. In 2 Drittel der Projektregionen wurde mit dem Ausbau selbst noch nicht begonnen.
Fangen wir mit den Kita-Gebühren an. Sie haben ja schon erwähnt, dass das ist ein Schwerpunkt auch Ihrer Politik in Mecklenburg-Vorpommern. Aber nehmen wir auf, was wir eben gesehen haben. Wie wird denn sichergestellt, dass die Gebührenfreiheit, die es nun in ein paar Jahren geben soll, dass trotzdem die Qualität bestehen bleibt und nicht die Qualität leidet? Indem wir zusätzliches Geld in die Hand nehmen für die Kita-Gebührenfreiheit. Wir werden das erste Bundesland sein, was komplette Gebührenfreiheit in Krippe, Kindergarten, Tagespflege und Hort und das nicht nur für 5 Stunden, sondern ganztägig, wenn Eltern vollberufstätig sind, für 10 Stunden. Und das kostet viel Geld, 130 Millionen Euro. Das sind die Beiträge, die jetzt Eltern in diesem System bezahlen. Und das übernehmen wir als Land komplett, nehmen es also nicht im System aus der Qualität. Und deshalb wird die Qualität weiter bestehen bleiben und die Gebührenfreiheit kommt on top. Deshalb auch in 2 Schritten. 2019 für alle Geschwisterkinder, um erstmal die Familien mit mehreren Kindern zu entlasten und dann für alle, die eben ein Kind im System haben oder eben auch ein Kind sozusagen noch zahlen müssen. Das ist nicht nur ein Beitrag für gebührenfreie Kita, sondern was ich vorhin gesagt habe, ein ganz konkreter politischer Beitrag dafür, dass die, die arbeiten und eben kleinere und mittlere Einkommen haben, und davon gibt es viele in meinem Bundesland, eben mehr von ihrem Lohn auch übrig haben. Das ist dann ein großer Wettbewerbsvorteil. Ist das so ein Thema, eine Priorität, wo Sie sagen, auch wenn sich der Haushalt in den nächsten Jahren doch schlechter entwickeln sollte, das ist was, daran halten wir fest, das werden wir nicht kippen im Zweifel in einer Situation, wo wir doch nicht mehr so viel Geld im Haushalt haben sollten? Wir haben das versprochen, wir haben lange an diesem Thema gearbeitet und es kommt jetzt auch. Und wir haben ja gerade deshalb länger dran gearbeitet, weil wir diese Finanzsituation so machen wollten, dass wir damit auch im Zweifel in schwierigen Zeiten durchhalten, weil Sie haben völlig recht, man kann es nicht einführen und dann 2 Jahre später sagen, oh, jetzt haben wir doch nicht so gute Steuernahmen, jetzt heben wir es wieder auf. Und das ist Grundsatz unserer soliden Finanzpolitik, dass wir jetzt auch diese Spielräume uns erarbeitet haben. Sie sind in einem anderen Themenfeld auch noch Vorreiter in Deutschland unter den Bundesländern, und zwar beim Vergabemindestlohn, der hier in Mecklenburg-Vorpommern eingeführt wird. Auch da aber die Frage, wann kommt diese Politik, die eine klare Investition ist in Arbeiter, in Angestellte in diesem Fall, wann kommt diese Politik bei den Menschen an? Die kommt ja jetzt schon an. Das ist ja wie mit dem bundesweiten Mindestlohn. Da haben ja auch viele gesagt, oh Gott, es wird alles schwierig. Im Gegenteil, gerade der Osten, auch in unserem Land, haben viele Frauen vor allem profitiert vom Mindestlohn. Und das soll ja eine Lohnspirale nach oben in Gang setzen. Niemand soll von einem Mindestlohn dauerhaft leben, sondern es soll die Lohnspirale nach oben für Fachkräfte in Gang setzen. Ein zweiter Punkt ist, dass ich glaube, wir Verantwortung tragen. Da, wo öffentliche Gelder, Steuergelder gezahlt werden, muss man eben stärker auch die Lohnfrage zum Thema machen. Und das setzt ja insgesamt eine Entwicklung in Bewegung. Aber nochmal, der größte Lohnsprung entsteht eigentlich indirekt durch die kostenfreie Kita. Und deshalb ist es auch unser zentrales Thema. Aber kommen diese Themen auch so bei den Menschen an, dass sie als SPD Vertrauen zurückgewinnen können? Also eben, auch wenn Sie sagen, es kommt nicht immer auf Wählerstimmen an, aber wenn Sie gestalten wollen, brauchen Sie auch bei der nächsten Wahl wieder Wählerstimmen. Wann kommt diese Politik eben auch bei den Wählern so an, dass sie der SPD die Stimme geben? Das werden wir bei der nächsten Wahl sehen. 21 wird dann sozusagen abgerechnet. Was ich meinte ist, ich kann mich ja in meinen Entscheidungen nicht alleine auf diese Frage, was bringt es an Wählerstimmen, beziehen, sondern wirklich, was ist gut für die Menschen, was ist gut für das Land. Und ich habe schon die große Hoffnung, und das ist auch, was mir wiedergespiegelt wird in den Bürgerforen, die ich mache, dass aber auch gesehen wird, dass wir was für die Leute tun, dass wir Themen, die eben auch sich angestaut haben, anpacken. Die Kita-Gebührenfreiheit, aber auch innere Sicherheit war ein Thema. Theaterpark, da gab es viele Jahre Streit. Theater um die Theater, auch das beenden wir, sodass die Leute sehen, wir packen es an. Und ich erhoffe mir davon natürlich auch, dass das Vertrauen in die Politik wieder stärkt. Und ein Zeichen ist für mich schon, dass wir weiter stärkste Kraft im Land sind, auch als SPD, auch gerade in diesen schwierigen Zeiten. Aber ist da nicht die SPD in Mecklenburg-Vorpommern eben doch etwas anders, auch als im Bund? Man sieht es ja auch an den Umfragen. Nochmal, wie würden Sie die SPD in Mecklenburg-Vorpommern beschreiben? Mit den Schwerpunkten, die gesetzt werden, mit dem, was auch jetzt in welcher Geschwindigkeit und zum Teil als Vorreiter auch bundesweit unter den Bundesländern umgesetzt wird?
Wir hier im Land sind sehr nah bei den Menschen und an deren Themen. Wir haben eben über die Lohnfrage gesprochen. Wir können eben durch die Gebührenfreiheit auch wirklich was sichtbar machen im Geldbeutel derjenigen, die arbeiten. Das ist auch ein Gerechtigkeitsthema in unserem Land. Denn viele haben mich immer angesprochen und haben gesagt, naja, eine Verkäuferin zum Beispiel letztens im Supermarkt, ich kriege jetzt Mindestlohn, aber ich zahle auch 300 Euro Kita-Gebühren. Meine Nachbarin, die nicht arbeiten geht, kann das Kind kostenfrei in die Kita geben. Es ist gut fürs Kind, aber es ist eigentlich ungerecht, denn ich gehe arbeiten und das ist schon so ein starkes Thema. Dann glaube ich, sind wir sehr eng verwurzelt. Wir machen viele Bürgerforen. Wir sind ein kleiner Landesverband, aber alle sind unheimlich aktiv. Wir haben aber die Regierungsspitze und natürlich ist das auch eine Möglichkeit, viel stärker die Themen zu besetzen, als wenn man der Juniorpartner in einer großen Koalition ist. Das habe ich selber miterlebt. Deshalb habe ich großen Respekt vor meinen Parteifreunden, die in der Bundesregierung sind. Und ich würde schon auch mit einem Selbstbewusstsein sagen, die SPD in der Bundesregierung ist der stabile Anker. Denn das haben wir im Streit zwischen Merkel und Seehofer gesehen. Also wenn da jetzt nicht Scholz und Nahles gewesen wären, die das irgendwie auch mal wieder gerichtet hätten, dann weiß ich nicht, wie das alles ausgegangen wäre. Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern haben Sie schon erwähnt, auch ein Leitmotiv Ihrer Politik hier, ein wichtiger Schwerpunkt. Was heißt das genau? Fördern Sie zum Beispiel den Breitbandausbau im ländlichen Raum hier mehr, als das in anderen Bundesländern, in allen anderen Teilen Deutschlands gemacht wird? Wir fördern den Breitbandausbau 100%. Das heißt, gerade die kleineren Kommunen, die sich oft den Eigenanteil gar nicht leisten können, bekommen den von uns, sodass es keine finanzielle Hürde gibt. Es hat lange gedauert, ehe die ganzen Ausschreibungsverfahren durch waren. Das liegt aber daran, dass wir insgesamt in Deutschland einen falschen Ansatz haben bei Digitalisierung. Für mich sind heute schnelles Internet und auch Mobilfunknetze so wichtig wie Strom und Wasser. Denn nur dann bleiben die Leute im ländlichen Raum, dann bleiben die Unternehmen dort. Auch ein Bauer braucht schnelles Internet. Und es kann nicht sein, dass er aufs Feld muss, weil die Verbindung dort besser ist als in seinem Büro. Und wir können damit auch wieder Unternehmen ansiedeln. Das ist eine ganz große Chance in meinen Augen für den ländlichen Raum. Aber die Förderbedingungen in Deutschland sind so, dass wir nicht überall fördern können, sondern der Markt die Dinge bestimmt. Die großen Telekommunikationskonzerne. Ich halte das für falsch. Das würde ich gerne geändert haben. Unter den jetzigen Bedingungen wollen wir trotzdem überall, wo wir dürfen, fördern, damit wirklich schnelles Internet in jedem Dorf, in jeder Straße und an jedem Haus ankommt. Aber Deutschland ist da ja insgesamt eher Entwicklungsland als Vorreiter weltweit. Hat da auch die SPD nicht über Jahre Fehler gemacht? Die SPD war in den letzten 20 Jahren 16 Jahre lang im Bund an der Regierung. Wichtige Jahre, in denen dieses Thema auch auf den Weg hätte gebracht werden müssen. Ist da einfach ein Umdenken jetzt auch vielleicht generationsmäßig gekommen, dass das Thema erst jetzt so richtig angegangen wird? Das Thema ist ja durch das große Programm in der letzten Legislatur auf den Weg gebracht worden. Das war vor allem die SPD, die es getrieben hat. Die letzten 16 Jahre, wenn ich das sagen darf, sind ja im Wesentlichen durch die Kanzlerin Merkel bestimmt worden. Aber alle müssen sich den Schuh anziehen, dass wir bei dem Thema Digitalisierung eher hinterherhängen. Und ich sage, für die Zukunftsfähigkeit eines Landes, gerade für die ländlichen Räume, ist es wichtig, dass wir da jetzt alle eine Schippe drauflegen. Und wir dürfen dieses Thema nicht dem Markt überlassen, weil was macht der Markt? Was macht ein großer Konzern? Der sagt, hier im Schwerin, wo genug Leute leben, da stelle ich die Verbindung, aber im nächsten Dorf, 30 Kilometer weiter, leben nur 3 Leute, da mache ich nichts. Und dann hängen die ländlichen Räume zurück. Also darf es nicht der Markt bestimmen, sondern müssen wir dafür sorgen, so wie bei Strom und Wasser, dass es wirklich überall ankommt. Wenn wir bei wirtschaftlich wichtigen und Zukunftsthemen bleiben, ausländische Übernahmen von deutschen Firmen werden durchaus kontrovers insgesamt diskutiert. Auf Bundesebene gab es jetzt zuletzt eine geplante Übernahme, in dem Fall eines mittelständischen Unternehmens durch einen chinesischen Investor, der aber vorsorglich untersagt wurde, diese Übernahme untersagt wurde. In Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise im Schiffbau setzen sie auf einen asiatischen Eigentümer, der auch gemeinsam mit dem Bund Kreditbürgschaften bekommt. Ist das aber ein Thema, wo Sie durchaus auch Bedenken haben, wo man ganz genau hinschauen muss?
das ist ein Thema, wo ich ganz genau hinschaue, denn wir haben ja in der Vergangenheit wirklich viel auf und ab mit den Werften erlebt, hatten immer wieder die Hoffnung, dass es gut wird und dann wurden diese Hoffnungen enttäuscht, insbesondere für die Menschen, die dort arbeiten und ihre Familien. Wir haben als Land Bürgschaften ausgereicht, im guten Wissen und mit gutem Gehwissen und dann hat das nicht immer funktioniert. Weshalb macht man es jetzt trotzdem weiterhin? Versucht es wieder? Wir haben weiter die Möglichkeiten, mit Bürgschaften wichtige Unternehmen zu unterstützen. Und ich habe das eben geschildert, weil ich schon deutlich machen will, wir wissen um die Risiken und wir haben selber dieses Auf und Ab erlebt. Ich sage aber auch ganz klar, die Werften gehören zu Mecklenburg-Vorpommern, so wie die Ostsee zu unserem Land gehört. Und das sind Industriearbeitsplätze, wo gut bezahlt wird, besser als in anderen Branchen, wie zum Beispiel der Tourismusbereich. Und wir brauchen solche Arbeitsplätze. Und ich war jetzt selber bei der Kiellegung in Stralsund dabei. Es geht einem wirklich das Herz auf, wenn man den Ausbilder, der seit 40 Jahren Azubis ausbildet, sieht und sieht, er kann jetzt wieder 100 ausbilden und nicht wie damals 10. Das heißt aber nicht, dass man die Augen zumacht vor Risiken. Und deshalb gibt es bei uns ein Bürgschaftsgesetz für Werften, das ist klar gedeckelt, hat strenge Vorschriften und nur wenn die Vorschriften erfüllt sind, ist es möglich, Bürgschaften auszureichen und das wird ganz konkret geprüft. Das heißt, die Chancen überwiegen dabei, sind größer als das Risiko? Das muss man sich in jedem Fall einzeln angucken. Wenn es jetzt ganz konkret um die MV-Werften geht, dann ist es ein Investor aus Asien, der selber große Kreuzfahrten anbietet und dafür eine Werft braucht, die ihm diese Kreuzfahrtschiffe baut. Und in unserer Werft wird das größte Kreuzfahrtschiff, was jemals in Deutschland gebaut wurde, jetzt gebaut. Auch ein Expeditionsschiff für die Antarktis, wie es es noch nicht gibt auf der Welt. Damit können wir natürlich nicht nur Made in Germany, sondern Made in Mecklenburg-Vorpommern sozusagen in die Welt tragen. Unsere Leute vor Ort, da habe ich großes Vertrauen, dass sie es auch hinbekommen. Das sind gute Fachkräfte. Der Investor hat sich bisher an alle seine Versprechungen gehalten. Und ob Bürgschaften möglich sind oder nicht, wie gesagt, das wird streng nach einem Gesetz geprüft. Ich habe die große Hoffnung, dass diese Werften wirklich in den nächsten Jahren auch wieder eine Zukunft haben. Wir haben im Beitrag eben die A20 gesehen, die Bilder, die viele Menschen in Deutschland gesehen haben, als die Fahrbahn abgesackt ist. Was haben Sie gedacht in dem Moment, als Sie das mitbekommen und gesehen haben? Ich war ehrlich gesagt schockiert und habe dann so erst reagiert, wie wahrscheinlich jede Bürgerin und jeder Bürger und habe zu meinen Leuten gesagt, das ist ein echtes Problem, das muss schnell gelöst werden und da müssen wir in einem halben Jahr durch sein. Und als ich mich dann mit den Fachexperten zusammengesetzt habe und erstmal gelernt habe, wie kompliziert es ist, habe ich mich kurz gefragt, war es eigentlich richtig, an diesem Ort die Autobahn zu bauen? Aber weil es eben viel komplizierter ist, als man es von außen denkt, nach dem Motto, dann muss es jetzt wieder gerichtet werden und dann ist gut. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt ganz genau hinschauen, was muss gemacht werden, dass das auch trägt, im wahrsten Sinne des Wortes. Da habe ich einen sehr engagierten Verkehrsminister und ich hoffe, dass das jetzt mit der Behelfsbrücke etwas wird. Ich kann verstehen, dass das nervt. Ich stehe selber in diesem Stau, wenn ich in die Richtung will. Aber ich finde auch, dass wir haben jetzt sozusagen diese Baustelle. Ja, das ist vor 12 Jahren gebaut worden, die ist jetzt da, wir müssen sie lösen. Aber man sollte auch an dieser Baustelle jetzt nicht so tun, als ob man deswegen nicht mehr zur Ostsee fahren kann. Aber das nervt wahrscheinlich schon. Man kämpft für zig Themen und ist Vorreiter hier und da. Und dann kommt sowas. Das gehört zum politischen Geschäft dazu, so wie auch in anderen Jobs, dass man ja dann auf einmal vor einem Problem steht, was man vielleicht selber gar nicht zu verantworten hat, aber jetzt in der Verantwortung steht, es zu lösen. Und so gehe ich da auch ran. Und ich bin auch sicher, dass wir das hinbekommen. Mir ist wichtig, dass das qualitativ gut gemacht wird. Und ich kann nur noch mal sagen, auch ich hatte die erste Reaktion, es muss schnell gehen und es wird ja wohl hinkriegen im halben Jahr. Und so einfach ist die ganze Sache dann doch nicht. An dieser Stelle, Frau Schwesig, würde ich gerne ein paar kurze Fragen stellen, gerne auch mit kurzen Antworten. An Olaf Scholz bewundere ich? Ja, wirklich seine Ruhe, die er ausstrahlt. Lars Klingbeil ist der richtige Generalsekretär, weil? Er für dieses Thema Digitalisierung steht und auch eine sehr bodenständige Art hat, die der SPD gut tut. Mein Vorbild als Ministerpräsidentin oder Ministerpräsident ist? Habe ich nicht direkt, aber ich habe immer Regine Hildebrand bewundert, weil sie diese bodenständige Art hatte und diese Art, die Leute zu verstehen. Bräuchte es solche Charaktere heute auch noch oder wieder mehr in der Politik, die wirklich so für ihre Themen kämpfen, wie Regine Hildebrand das getan hat? Auf jeden Fall. Es gibt auch viele, die es tun und ich finde, dass Politik
viel mehr Spaß macht, als das oft von außen gesehen wird, weil natürlich viel über Probleme und Konflikte berichtet wird. Das ist auch richtig so. Aber man kann unheimlich viel gestalten, Dinge für Menschen erreichen. Und das ist das, was mich antreibt. Und ich freue mich über jede junge Frau, jeden jungen Mann, selbst wenn es mal nicht in unserer Partei ist, die bereit sind, sich politisch einzumischen. Mein Lieblingskoalitionspartner ist? Ich versuche, mit jedem zurechtzukommen, den ich als Partner habe. Wir arbeiten gut hier zusammen in MV. Mit der CDU. Könnten sich aber auch andere Koalitionspartner vorstellen. Ja, wenn man einen Koalitionspartner braucht, dann muss man schauen, mit wem kriegt man es hin. Ich gehöre zu der jüngeren Politikergeneration, die sagt, das Parteiensystem ist so bunt. Eigentlich muss jede demokratische Partei miteinander regieren können für das Land. Ausschließend tue ich ganz klar die AfD. Ich kann auch sagen, warum. Die AfD überschreitet für mich auch demokratische Grenzen. Und ich glaube nicht, dass man ein Land voranbringt mit Hass und Hetze. Ich stehe eher für Zuversicht und Ehrlichkeit. Zuversicht nach vorne gehen und Probleme anpacken. Vielen Dank für die kurzen Antworten. Frauenförderung ist auch ein wichtiges Thema, für das Sie sich immer eingesetzt haben und einsetzen. Zuletzt gab es hier aber vor Ort in Mecklenburg-Vorpommern auch ein Thema, wo Sie kritisiert wurden. Es ging da um eine wichtige Besetzung im Bereich der Justiz, wo Sie, also es überliefert, lieber eine Frau auch gesehen hätten an so einer Stelle, aber dann kritisiert wurden, dass es doch eigentlich wirklich ausschließlich um die Eignung gehen sollte und nicht ums Geschlecht. Hat die Quote da oder die Frauenförderung an einigen Stellen auch eine Grenze, auch für Sie, wo Sie merken, da dauert es eben länger? Für mich ist immer die Voraussetzung, dass jemand eine Eignung und Befähigung für ein Spitzenamt mitbringen muss, egal ob Frau oder Mann. Und ich finde, offen gestanden, die Ausrede, ja, es geht ja darum, wer es besser kann und nicht darum, ob Mann oder Frau, wirklich veraltet. Das haben wir uns jetzt jahrelang angehört. 28 Jahre nach der Wende müssen wir in allen Bereichen Frauen und Männer haben, die es können. Und mir geht es gar nicht um eine einzelne Position, sondern um die grundsätzliche Feststellung, dass wir im Bereich der Justiz in den letzten 5 Jahren kaum Frauen in Spitzenpositionen hatten. Und wenn ich mir anschaue, wie viele kluge junge Frauen erfolgreich Juristinnen werden, dann ist die Frage schon erlaubt, wo bleiben dort die Frauen? Darüber sind wir im Gespräch. Und das ist auch meine Verantwortung als Ministerpräsidentin, denn unser Grundgesetz hat den schönen Satz Gleichberechtigung von Frauen und Männern und die Politik muss sie aktiv befördern. Haben Sie sich dann geärgert über die Kritik in diesem speziellen Fall? Ich kenne das. Ich habe mich schon immer für die Unterstützung von Frauen eingesetzt und ich kenne diese üblichen Sätze, ja, es geht doch um Eignung und nicht Geschlecht, als ob das ein Widerspruch wäre, und kenne diese vielen Ausreden, diese vielen Kämpfe. Deswegen sehe ich das sehr gelassen. Mir geht es darum, Männer und Frauen mit gemischten Teams an der Spitze in verschiedenen Bereichen zu haben. Und da muss sich jeder Bereich auch gefallen lassen, dass, wenn es nicht läuft, man auch mal nachfragt. Während in DAX-Vorständen noch wenige Frauen sitzen, ist es in der Politik ja auch schon fast normal geworden. Wir haben eine Kanzlerin, es gibt immer mehrere Ministerpräsidentinnen. Ist es in der Politik in Spitzenpositionen wirklich schon normal oder immer noch irgendwie im politischen Alltag eine Ausnahme oder anders, wenn man als Frau in solchen Runden sitzt? Ich finde, es darf immer noch mehr werden. Natürlich, wir haben eine Kanzlerin, wir haben auch Ministerpräsidentin, aber 2 von 16. Es hat sich in diesem Bereich was getan und ich finde, es tut der Politik gut. Ich selber erlebe diesen Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob man als Frau in Runden sitzt mit 10 Männern oder ob dann auch schon mal noch 2 andere Frauen dabei sind. Es ist ein anderes Klima und ich erlebe immer mehr auch Männer, die das gut finden, weil sie sagen, ich sag mal so, dieses Machohafte von früher wollen wir eigentlich auch nicht. Wir wollen einen anständigen, guten Umgang miteinander und deshalb freue ich mich auch, wenn Männer dieses Thema unterstützen. Macht in der Politik jetzt Andrea Nahles als Parteivorsitzende eine andere Politik oder hat sie einen anderen Führungsstil, weil sie eine Frau ist? Andrea Nahles hört zu. Sie nimmt Themen, ich bleibe mal beim Thema Russland, wo wir auch intern unterschiedlicher Meinung waren, zum Anlass zu sagen, lasst uns zusammensetzen, ich will zuhören, wie ist eure Meinung? Das schätze ich sehr an ihr. Und als berufstätige Mutter weiß sie auch um das Thema knappe Zeit. Und wir beide sind uns immer sehr einig, dreimal hinzuschauen, ob man jetzt noch den einzigen freien Sonntag opfert, was wir dann doch ab und zu tun müssen, oder eben nicht. Und sie hält sich nicht so lange mit der Vorrede auf.
Lassen Sie uns noch auf ein aktuelles Thema schauen. In Dresden eine Pegida-Demo, die wir gesehen haben, die aber besonders bekannt wurde, weil ein Journalistenteam von der Polizei länger festgehalten wurde und sich herausgestellt hat, es war ein LKA-Mitarbeiter in seiner Freizeit, der dort sich bei Journalisten beschwert hat und wohl rumgepöbelt hat. Ihr Kollege, Ministerpräsident Kretschmer, hat darauf sehr schnell über Twitter reagiert. Hat er sich da richtig verhalten? Oder hat er voreilig Leute indirekt beschuldigt und in diesem Fall die Polizei in Schutz genommen? Der Fall gibt allen Anlass, glaube, in Ruhe zu schauen, was ist da schiefgelaufen und wie muss das in Zukunft anders gehen. Die freie Berichterstattung ist ein hohes Gut und deshalb wünsche ich mir auch für die gesamte Diskussion, auch für Sachsen selber, dass das jetzt miteinander besprochen wird und in einem auch guten, fairen und sachlichen Ton. Zeigt sich da auch, ich meine, Sie sind auch auf Twitter aktiv, aber in so einer Situation als Ministerpräsident, würden Sie das ähnlich machen, da schnell zu reagieren und praktisch ja schon festzulegen, wer richtig gehandelt hat und wer falsch lag in so einer Situation? Ich möchte jetzt hier nicht von Schwerin aus neunmal klug da gute Tipps an Herrn Kretschmer geben. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, gerade bei Fällen, die einem erstmal so erscheinen wie eigentlich darf es so nicht laufen, erstmal alle Beteiligten anzuhören und richtig hinter die Kulissen zu schauen. Aber heutzutage ist es eben so, es gibt insgesamt einen hohen medialen Druck, auch den sich Politiker selber machen und Politikerinnen, denen wir alle auch ausgesetzt sind. Und diese Antwort, vielen Dank für die Frage, aber ich schaue mir das in Ruhe an, kommt auch nicht immer gut an. Ich würde mir wünschen, dass es insgesamt eine Art Entschleunigung gibt, auch bei Sachthemen, denn es macht Sinn, doch mal über die eine oder andere Sache länger nachzudenken, sich nochmal neue Meinungen anzuhören und dann zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen. Wir müssen gemeinsam aufpassen, dass wir uns nicht so treiben lassen. Das ist auch, was ich besonders gut an diesem Interview finde, dass man eigentlich mal Zeit hat, das eine oder andere Thema ausführlicher zu besprechen, als nur in 30 Sekunden. Genau, und unsere Zeit ist dennoch fast vorbei. Wollen wir einmal am Schluss zurückkommen auf Ihre Person und auf Ihren Weg. Was müsste passieren, auch wenn Sie ganz klar sagen, jetzt liegt meine Aufgabe hier, aber was müsste passieren, dass Sie wieder nach Berlin zurückgehen und da, sei es als Ministerin oder als Kanzlerkandidatin, irgendwann eine neue Rolle und Aufgabe übernehmen? Ich habe jetzt wirklich eigentlich die Idealsituation. Ich kann ein Land regieren mit einem Team, mit den Menschen hier zusammen, kann eigene inhaltliche Akzente setzen, auch einen Politikstil, wie ich es mir jedenfalls vorstelle und kann gleichzeitig in der Bundespolitik aber auch meine Stimme erheben, bin aber freier, als ich es, sagen wir mal, als Regierungsmitglied damals war. Das heißt, Sie können jetzt noch mehr gestalten. So sehe ich das. Es ist eine sehr gute Kombination und vor mir liegt wirklich liegen viele Themen. Wir haben eben drüber gesprochen, viel Gestaltungsmöglichkeiten. Ich bin da mit mir, gerade wie wir hier sitzen, ganz im Reinen und deshalb bin ich hier in MV und werde ab und zu auch mal in Berlin sein. Aber wenn Ihr Weg so weitergeht, dass man vieles nicht planen kann, steht vielleicht das ein oder andere noch vor Ihnen, auch in Berlin oder eben länger hier. Die nächsten Wahlen hier sind im Jahr 2021, auf die Sie sicherlich ja auch mit Ihrer Politik hinarbeiten. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Manuela Schwesig, heute hier in Schwerin. Das war unser Interview mit der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Herzlichen Dank für Ihr Interesse für eine besser informierte Republik.